Das Konkurrenzradar. Ja, was meine ich mit Konkurrenzradar? Ein wichtiges Thema, ein kleines Teilthema vom kompletten Vertriebsprozess sozusagen, Vertriebsgespräche, Konkurrenzradar. Schreibe ich mal hier an. Das Konkurrenzradar, was meine ich damit, ist Folgendes. Wenn du Vertriebler bereits bist oder Vertriebsleiter oder Inhaber eines IT-Agentur, Systemhauses etc., PP, Dienstleister, Berater bist oder einfach Softwareentwickler, dann weißt du sicherlich, dass insbesondere Kunden oder Prospects, also Interessenten, die sich für deine Dienstleistungen interessieren, in der Regel, wenn schon intrinsisch motiviert, wenn sie zum Beispiel auch von sich aus über deine Webseite, über irgendeine Werbeanzeige auf dich zugekommen sind, natürlich mit dem Thema vorweg befasst haben. Und auch mit weiteren Konkurrenten, also Mitbewerbern, anderen Anbietern, die so was Ähnliches wie du oder das Gleiche, mehr oder weniger hoffentlich nicht genau das Gleiche, auch anbieten. Und sagen wir mal, was schon so mitschwingt, sind wahrscheinlich 2 bis 3 weitere Mitbewerber, manchmal auch ein paar mehr. Ja? Ich hatte letztens zum Beispiel einen Pitch, da waren insgesamt 9 weitere Anbieter mit im Pool. Na, das ist dann sozusagen die Chance schon mal von vornherein 1:9. Aber ich möchte dieses Video hier machen, um das Ganze sozusagen ein bisschen zu positivieren. Das heißt, so schlecht ist es eigentlich gar nicht, wenn dein Mitbewerber, dein Kunde bereits Mitbewerber ja, mit im Boot sozusagen hat. Denn, mal angenommen, dein Kunde, dein Interessent, sagen wir mal Interessent, ist ja noch nicht dein Kunde, ja, oder dein Bestandskunde, will irgendwas dazu kaufen und hat gleichzeitig dann wieder andere, wo er mit, dich mit vergleicht. Das wirst du nicht wirklich vermeiden können. Ich weiß, es gibt sozusagen diesen Mythos vom USP, ja, also the unique selling point. Für mich ein bisschen ein Mythos in der IT-Branche, weil einfach viele Lösungen letztendlich sehr vergleichbar sind mittlerweile. Die Technologie dahinter ist sozusagen schon so weit fortgeschritten, dass wirklich ja, also Tools sehr vergleichbar geworden sind. Natürlich im Gesamtpaket der Dienstleistung dann nochmal Unterschiede gibt, natürlich sehr starke Unterschiede, wie zum Beispiel Branchen-Know-how, wie stark ist mein Lösungsansatz, also mein Lösungsverständnis, wie stark ist mein Verständnis des Geschäftsmodells meines Kunden, vielleicht kenne ich sein Geschäftsmodell oder sein künftiges Geschäftsmodell, wo er sich vielleicht hin transformieren möchte im Zuge der Digitalisierung. Vielleicht kenne ich das sogar schon besser, weil ich das schon häufiger mit ähnlichen Firmen gemacht habe und umgesetzt habe, als mein aktueller Interessent selbst. Das ist dann, wäre dann sozusagen so ein sogenannter Unique Selling Point, im Gegensatz zu vielleicht einigen Mitbewerbern, die da noch nicht so viel Erfahrung drin haben. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich hier Erfahrung. Ja. Und zwar dediziert. Ich liebe dieses Wort. Ja, dedizierte Erfahrung, also nicht irgendwie so, ja, irgendwelche Erfahrungen, sondern präzise, exakt zu dem Resultat, was dein Kunde möchte. Ne? Also Ist-Situation hier, Zeitleiste hier und hier die Soll-Situation. Also, und der Kunde weiß vielleicht noch gar nicht so richtig, wie die aussehen soll. Und du ja, hast eben schon so oft das Ganze gemacht, ja, mit vergleichbaren Szenarien, dass du ihm sagen kannst, ja genau, lieber Kunde, so sieht das aus. Und dann kannst du ihn das sozusagen da auf die Reise mitnehmen, quasi gedanklich. Und somit eben dann auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit den Kunden abschließen. Mal angenommen, jetzt gehen wir ins Negativszenario und er hat 2, 3 Mitbewerber mit im Spiel und er hat sich gegen dich entschieden. Das ist überhaupt nicht tragisch, denn es wird immer wieder vorkommen. Das heißt, hier gibt es so einen schönen Spruch im Vertrieb, ja, die Absage, sagen wir mal, in einer Kaltakquise. Im Vertrieb sollte es nicht wirklich so sein, also im Abschluss. Aber in einer Kaltakquise, wenn du quasi kalt akquirierst, Interessenten interessierst, dann ist letztendlich die Zusage für einen Termin ist ja die Ausnahme. Ne? Also die Absage ist eher die Regel. Also insofern ist es auch eher die Ausnahme, dass dein Kunde quasi keine weiteren Mitbewerber mit im Boot hat oder Anbieter, mit dem er die irgendwie vergleicht. Ne? Weil häufig ist es ja so, es werden größere Summen ausgegeben, 5-stellige, 6-stellige, 7-stellige Summen vielleicht sogar. Dann wird keine Firma hergehen und sagen, wir schauen uns genau einen Anbieter an, ja,
genau eine einzige Meinung, ja, und nichts anderes auf der Welt. Also es ist teilweise sogar vorgeschrieben, dass man sich mehrere anschaut, selbst wenn man quasi inoffiziell sich schon für einen entschieden hat. Ja. Ist auch wieder so eine Geschichte, aber ich will jetzt hier nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ist es sehr wichtig, dass ich quasi jetzt im Vertrieb trotzdem dranbleibe. Das heißt, wir sind jetzt hier im Szenario wie folgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich für einen Mitbewerber entschieden. Dann sage ich jetzt nicht, ja, scheiße, verpiss dich so ungefähr, sondern oder bin irgendwie beleidigt oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Ich bleibe dran, ich bleibe weiter dran. Ja. Ich bin nämlich super stark daran interessiert, dass ich nämlich so viel Information wie möglich herausfinde über diese Mitbewerber. Ja? Das heißt, ich sammle Informationen, Informationen sammeln. Ja. Und wenn ich bis dahin eben ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Interessenten aufgebaut habe, ja, Sympathie, Level passt und so weiter, ja, in der Regel ist es ja so, sonst wäre ich gar nicht bis in die Endausschreibung gekommen, dann verrät er mir auch einiges über seine Mitbewerber. Also nicht immer, aber es ist immer ein Versuch wert. Ich hatte es teilweise so, dass mir quasi, wo ich gepitcht habe und